So, hallo, liebe SWN-Zuschauer. Also, ich muss mich einmal wieder melden zu dem Thema Corona. Ich weiß, das Thema Corona, das ist ja echt nervig, ne? Es ist aber auch ein schlimmes Thema, das Thema Corona, weil ja doch so, es gibt immer mehr Tote, es gibt immer mehr Fälle, die angesteckt worden sind. Und man muss wirklich vieles tun, um dieses Corona ja in die Grenzen zu verweisen und vielleicht die Ansteckungsgefahr etwas zu verlangsamen. Und um Menschenleben zu retten, ne? Weil wenn zu viele kommen auf einen Schlag, man sieht es ja in Italien, dann sind die Krankenhäuser dem nicht mehr gewachsen und dann haben wir ein großes Problem, ne? Da werden also viele Leute sterben, die vielleicht noch nicht gestorben wären, ne? Aber ja, Corona. Aber was mich natürlich erschreckt bei der ganzen Corona-Sache ist, dass manche doch übers Ziel hinausschießen. Vielleicht die Polizei, vielleicht die Politik, ich weiß nicht, wer dann schuld ist. Aber ich habe das Gefühl, bei manchen Sachen wird dann doch übers Ziel hinausgeschossen. Ich finde es in Ordnung, dass in Einkaufsmärkten Masken getragen werden sollen. Also wo viele Menschen zusammenkommen, das soll man auch vorbeugen, weil wahrscheinlich doch das Virus über den Atem übertragen wird. Aber man soll auch nicht übertreiben, oder? Jetzt habe ich also die Polizei hat ein Rundschreiben umgeschickt. Man soll also mit dem Motorrad nicht mehr so seine Runde drehen, seine Ehrenrunde mal drehen oder so. Und liebe Polizei, das finde ich aber übertrieben jetzt. Weil ehrlich, ne, wenn will ich ihn auf dem Motorrad ausstecke, da geht ganze Lee drauf und Versammlungen sind ja sowieso verboten. Also mehr wie zwei Personen dürfen ja nicht zusammen sein. Also wenn der angenommen fährt, Bike-Treffen wird es eh nicht geben. Und wenn sie eine Gruppe Biker zusammentut, dann könnt ihr ja eingreifen. Das ist ja verboten. Da könnt ihr jeden 300 Euro aufbrummen, ist ja in Ordnung. Aber wenn jetzt einer allein so einen Kreis dreht, naja, haben sie als Begründung gesagt, dass also Motorradfahrer höhere Unfallzahlen haben und dann eventuell Betten belegen, Intensivbetten belegen, die vielleicht für Corona-Patienten gebraucht würden. Da müsste aber auch das Radfahren verbieten. Die meisten Unfälle passieren ja auch mit Autos und mit Radfahrern und mit Skateboard und E-Dings, E-Roller und was Gott was alles. Dann müsste das alles verbieten. Ne? Dann müsste aber auch verbieten die Raucher, weil da gibt es auch ne, Herzinfarkt und was Gott was alles. Hä? Wo hört man auf? Wo fängt man auf? Wo hört man auf? Soll man das ganze Leben verbieten? Ne? Man sicher. Sicher werden jetzt einige sagen, so ein Blödsinn, man konnte aus dem Motorrad fahren, haben wir Verzicht, oder? Ja, freilich kann man drauf verzichten. Ne? Aber ich frage bloß, wo hört es auf mit der Freiheit, ne? Wo der Staat eingreift, ne? Wo sinnvoll ist. Wo sinnvoll ist, bin ich voll dafür. Aber was ohne Sinn ist, hä? Leg mich doch am Arsch, lass mich doch mit meinem Moped mal über Massbacher Ründler drehen. Wen beißt denn das? Mensch, mein Motorrad muss ich auch mal bewegen, weil die Batterie, die wird ja einmal leer, ne? Hast du Riesenprobleme, da geht das Scheißding nichts mehr. Ne? Das bedeutet, ne? Aber gut, mal anders Thema, habe ich am Wochenende gehört. Aus dem Stadtstaat Hamburg durften die Leute mit ihren Fahrrädern, die sind Fahrrad gefahren, nicht Moped, sondern Fahrrädli, wo auch viele Unfälle passieren, mit Fahrrädli gefahren. Denken wir an unseren Breitenbach, der vom Fahrrad gefallen ist und Riesenprobleme gehabt hat. Also mit Fahrrad fahren, ne? Und wollten den Stadtstaat Hamburg verlassen, Richtung Schleswig-Holstein. Du kommst hier nicht rein. War die Polizei da gestanden. Du kommst hier nicht rein. Fahr zurück in dein Corona-verseuchtes Hamburg. Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist ja wie im Mittelalter. Hä? Dass an der Landesgrenzen dann Schlagbäume sind. Und du kommst nicht rein, du kommst nicht rein und du kommst nicht rein. Ja, wenn wir doch in Deutschland schon anfangen, Schlauchbäume aufzubauen, wie soll das mit Europa klappen? Sollte man nicht da irgendwie gemeinsam irgendwas auf die Sprünge bringen, dass wir gemeinsam an einen Strick ziehen und nicht uns, na, weil dann sagen wir Franken, weißt du was? Ja, genau. Na, und die durften die nicht nach Schleswig-Holstein einreisen. Die MacBomb da oben, die haben sowieso schon wegen, weißt du, ne? Die MacBomb lassen auch niemanden einreißen, was könnte einer ans Meer wohl? Ja, sag mal!
Zwei Arschlöcher in ein Auto wollen ans Meer fahren. Da frage ich mich, was ist da überhaupt der Hintergrund? Wollen die vielleicht die Umweltbilanz runterdrücken? Oder liegt es tatsächlich an Corona? Oder wollen die einfach sagen, wir spannen jetzt wegen, wir lassen die Autos alle stehen, dann haben wir eine super Umweltbilanz und 2030 werden die Ziele noch erreicht. Gibt für mich keinen Sinn. Ne? Meine, klar, die können ja die Strände von mir aus oben sperren, weil sie Angst haben, sie werden nicht Herr der Lage, dass dann Tausende kommen und hocken sich dann am Strand nach und sie werden nicht Herr der Lage. Da sollen doch die Strände zumachen. Ne? Aber zu einfach pauschal zu sagen, ihr dürft in unser Land nicht reinreißen. Hä? Da bin ich dafür, dass wir Bayern auch zumachen. Sag mal, ihr Preußen kommt hier nicht mehr rein. Ihr habt uns genug in unser Leben gebracht, wenn wir Trübsinn und Zeug. Na? Wenn wir Bayern für uns geblieben, wäre uns manches erspart geblieben. Aber, na, sag mal, ihr kommt uns nicht rein. Könnt ja sein, dass ihr alle in die Alpen wollt oder in die Rhön oder weiß Gott wohin. Dann hockt ihr alle da in der Rhön rum. Das wollen wir nicht. Ihr Corona-Verseuchten. Und dann sagen wir Franken, was? Die Bayern lassen keinen mehr rein. Lassen wir, machen wir uns dazu. Na, das ist ja wie im Mittelalter. Hä? Sicher, Leute, ich appelliere nochmal an euch. Bitte haltet Abstände. Macht keine Gruppenpartys. Trefft euch nicht mit fremden Personen, die nicht zu eurem Haushalt gehören. Na, aber auf der anderen Seite muss ich mal sagen, ich war letztens bei einem Feuer. Und da waren also jede Menge Polizisten. Jede Menge Feuerwehrleute. Und ich habe nicht einen einzigen gesehen, der Masken aufgehabt hat. Außer die, die im Feuer eingegangen sind. Die haben großen Schutz gehabt. Alle anderen waren ohne Masken dort gestanden. Nebeneinander haben sich unterhalten. Polizisten und Feuerwehrleute und Sanitäter. Wer kontrolliert denn die? Wer nimmt denn in keine Gruppenbildung ein Geld ab? Was beiseite, ne? Wisst ihr, wie ich es meine? Vielleicht haben sie auch keine Masken. Ne? Hat ja gehört, auch in Berlin haben sie ja 200.000 Masken bestellt bei MP3 oder wie das Ding heißt, oder M3. Und dann haben die, hat der Ami gesagt, puff, die schlagen haben, die können uns. Lage, legst mich doch am Arsch da. Ja, vielleicht, wie gesagt, hat die Polizei gar keine Masken. Ne? Oder vielleicht die Feuerwehrleute, ne? Sind Maskenmangelware. Also ich will die nicht verurteilen. Also um Gottes Namen, die machen einen super Job und wenn wir die nicht hätten, dann würde es noch schlimmer aussehen. Vielen Dank an euch. Ne? Wir brauchen euch und ich will auch nicht über euch lästern, wirklich wahr. Es war nur mal so zum Nachdenken. Ne? Weil wenn ich Bauarbeiter gucke zum Beispiel, die draußen am Bau schaffen oder was, ne? die Bauern da nebeneinander oder Kanalarbeiter oder auf den Straßen bauen, ne? Da hat keine Arschmasken auf. Ja? Und die gehen ja auch heim zu ihren Familien. Können Sie es nicht auch ausstecken? Ne? Aber die sind wahrscheinlich alle systemrelevant, deswegen dürfen die auch so arbeiten. Ne? Und jetzt wollen sie auch noch die Handys überwachen. Also eins sage ich euch. Wenn ihr App auf mein Handy drauf spielt, dann bleibt das Handy ausgeschaltet und daheim im Kühlschrank. In Alu eingepackt, im Kühlschrank. Ne? Alles, was ich mache alles mit. Aber da hört für mich der Spaß auf. Die totale Überwachung, weil was ist, wenn Corona mal vorbei ist, ne? Ob ich dann es wirklich alles wieder zurückfahrt auf null? Gebt nur einen Finger, will er die ganze Hand. Ne? Also, weißt du, in den Alten- und Pflegeheimen, da sterben ja die meisten Leute zurzeit. Muss man ja wirklich sagen, wo sterben die Leute in den Alten- und Pflegeheimen? Ne? Die haben keine Masken, die haben keine Handschuhe, die haben keine Sicherheitsausrüstungen. Scheiße, haben die! Ja, da passt er nicht auf und geht hin und guckt nach. Da gibt es Altenheim, da sind 26 Leute schon gestorben drin in einem Altenheim. Guckt nach Würzburg, selbst in Schweinfurt schon. Ja, da wird nicht geguckt, ne? Da wird weggeguckt, weggeguckt. Ne? Da könntet ihr die Todeszahlen runterschrauben, wenn ihr da was machen würdet. Ne? Ich weiß, es ist sehr schwer. Auch alte Menschen haben Bedürfnisse.
Alte Menschen wollen auch mal raus, sie wollen auch mal vielleicht ihre Verwandtschaft sehen und so weiter. Aber dann muss halt auch die Schutzausrüstung da sein, ne? Liebe Leute, liebe Politiker, bitte, wenn ihr Maßnahmen macht sie bitte mit Verstand und mit Sinn, so dass die Leute auch in der Lage sind, diese Sachen einzuhalten, und auch willens sind, diese Sachen einzuhalten. Übertreibt nicht mit euren Maßnahmen, sonst wird irgendwann die Menschen sich kontraproduktiv dagegen stellen. Also bitte, ich appelliere an euch, geht mit Verstand vor, ne? Letztens habe ich gehört, da hat einer erzählt, sie haben so eine Fahrgemeinschaft, die in die Fabrik reinfährt, ne? Kommen wir von weiter her, sind 4 Personen im Auto, die fahren da zur Industrie nach Schweinfurt drauf. Sind angehalten worden von der Polizei, Anzeige. Leute. Fährt halt jeder einzeln, ne, nach Schweinfurt, ne? Da fahren dann 100 Auto mehr. Und in der Fabrik treffen sie dann doch alle im Prozessraum. Ich sag nichts mehr weiter, ne? Aber ihr wisst, wo es hingeht. Ne? Also bitte. Also, ich weiß, ihr werdet mich jetzt zerreißen im Internet. Ihr werdet sagen, ja, da wegen Knall und so. Da muss es durchziehen, knallhart und so weiter. Und ja, na, die DDR hat das ganz anders gemacht. Und vielleicht bei den Nazis wäre es noch besser gewesen. Schaltet euer Gehirn ein. Also vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, Mike Schmarri. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt alle gesund. Und bitte haltet euch an die Regeln. Na, weil wenn wir jetzt alle an die Regeln halten, dann müssen diese Sachen gar nicht so hochgezogen werden. Und uns bleibt ein bisschen Freiheit noch erhalten. Na. Stell dir mal vor, die setzen uns alle auf Quarantäne und wir müssen alle bei Ostern in der Wohnung sitzen. Leck mich am Arsch. Also bitte, 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 haltet euch dran. 2 Meter, ich sage immer 2 Meter Abstand. Ich war auch schon draußen Gassi und dann sind sie an mir vorbeigelaufen, junge Leute, mit 50 Zentimeter Abstand. Da habe ich sie zur Rede gestellt, habe gesagt, was sollen das Leute, ne? Haltet euren Abstand. Ne? Also, bitte. Okay, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und nehmt das alles ernst, was ich sage. Aber es ist auch so gemeint.